Moin, Stefan von Crazy Detectors hier. Wir beide schauen uns heute mal die Frage an, ist es intelligent, immer Eisen auszublenden, das heißt auch Kronkorken oder nervige Nägel, verrostete, ist das so intelligent oder nicht? Ich würde sagen, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Natürlich weiß ich, wie ihr Lümmels tickt. Ich war ja am Anfang auch nicht anders. Das heißt, Eisen will ich nicht hören. Ich will lieber nur die Silbermünzen oder den Schmuck zum Beispiel aus dem Freibad. Was soll ich mit Kronkorken? Will ich nicht. Centstücke will ich nicht. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was passiert überhaupt, wenn man diese beiden Objekte zusammen aufeinander trifft. Weil es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die mal beieinander liegen. Wir sind jetzt mal in der freien Natur und irgendjemand hat seinen Nagel verloren. Zack, den lässt er da hinfallen. Und wir rennen jetzt übers Feld. Also wir schalten mal hier zum Beispiel den Vanquish ein. Das könnt ihr auch mit jedem anderen Gerät der Welt machen. So, jetzt sind wir hier im Schmuckmodus. Wir können mal, gehen wir mal in Relikte. Wir sind auf dem Feld. Ja, Stefan, ist doch. Diskriminierung wollen wir doch nicht hören. Der ist jetzt natürlich ein bisschen größer, deswegen kommt er ein bisschen besser durch. Aber im Generellen, ist doch klasse. Wollen wir nicht. Wenn ich jetzt Eisen wieder reinnehme, da ist er. Ne? Eisen. Wo ist denn jetzt dein Problem? Ja, wir haben jetzt also gesehen, Nagel weg. Das ist schön. Wir wollen kein Eisen haben. Was passiert denn jetzt aber, wenn zum Beispiel eine Münze, so ein Finger breit, neben dem Nagel liegt? Das heißt, wir haben Eisen und wir haben Edelmetall. So, wir sind immer noch im Reliktmodus, immer noch ohne Eisen drin. Was passiert jetzt, wenn wir von hier kommen? So, das ist es nicht. Das ist hier irgendwie Wäschespinne. So, ne? So, es war ein kurzer Quiek. Ja, nu? Nix mehr. Weg. Ne? Da vorne kommt wieder was mit Gestänge hier. Da ist auch manches Dings. Aber das hört ihr nicht. Ihr hättet jetzt null Anhaltspunkt, mal genauer nachzugucken, korrekt? Wenn ich jetzt aber von hier gekommen wäre, das heißt, seitwärts zum Nagel, der jetzt schräg, also schmaler erscheint und nicht so breit liegt, sondern schmaler. Aha. Ja, Stefan, das hätte ich ausgegraben. Ne? Ich auch. Das heißt, so rum funktioniert es, weil er den Nagel nicht längs erwischt. Und von hier hättet ihr nichts gehört. Das ist der sogenannte Masking- bzw. Camouflage-Effekt. Aber was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel Eisenton rein habe, weil ich sage, ja, es ist nicht immer gut, weil jetzt würde ich ja den Nagel hören, richtig? So, jetzt höre ich den Nagel und was wir uns angewöhnt haben ist, einmal seitwärts ranzugehen. Ne? Guck mal. Und da hört ihr, dass die Münze wesentlich besser durchkommt. Ne? Also, wenn ihr Eisen habt, Schritt zur Seite. Und wie gesagt, so hättet ihr keinen Anhaltspunkt gehabt, danach zu gucken. Ja, von hier hättet ihr sie gehört, aber nicht von hier. Einfach, weil der Nagel zu viel Fläche hat. Ja, ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen den Masking- bzw. Camouflage-Effekt erklären oder näher bringen. Heißt also, ein Objekt schluckt das nächste und durch den Eisenton hast du halt trotzdem einen Anhaltspunkt. Ganz viele Detektoren, das ist ein kleiner Tipp von mir, können auch die Eisenton-Lautstärke runterstellen. Das reicht ja auch schon, dass man nicht ständig diese Brr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 r